Willkommen zurück zu Yooka-Laylee! Alter, wie er ihn ärgert. Ha, Freunde, wir betreten jetzt die erste Welt, also worauf warten wir noch? Ab in den Großwälzer. Ein Pagey hat's dafür gebraucht. Kommt mir alles sehr bekannt vor. Okay, die erste Welt, die Tropen. Ich denke mal, das Level, das man von Anfang an in den Demos und Trailern gesehen hat, nicht wahr? Stammblock, Tropen. Ganz genau. Ja, für so eine typische erste Welt dürfte das klar gehen. Ich wollte gerade sagen, die Musik ist total retro, aber es kommt einfach nur daher, dass ich mir den Soundtrack tausendmal angehört habe. Der wurde schon vor Ewigkeiten veröffentlicht. So, Frau Steuerung, Herr Steuerung, weiß auch nicht so genau. Muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, ist ja ganz klar. Wohin deswegen? Ja, wir können die Welt frei erkunden. Wir sollen Trouser finden für neue Moves. Ansonsten kriegt ihr ein bisschen auf den Deckel. Es geschieht, Leute. It's happening. Wir spielen Yooka-Laylee. Übrigens, warum? Es gibt ein kleines... Naja, ich will es nicht Easter Egg nennen, aber... Vielleicht ist euch aufgefallen. Wer bist du denn? Was mache ich mit dem genau? Der will was zu fressen haben. Ich würde dem Eier ins Maul schießen, aber ich habe keine. Mit Sicherheit kriegen wir noch anderes Geschoss. Yooka-Laylee soll so ein bisschen sich anhören wie eine Ukulele. Besonders wenn man sie auf Englisch ausspricht. Und eine Ukulele ist ja ein ähnliches Instrument wie ein Banjo, nicht wahr? Und du, kannst du mit mir reden? Alle noch so wortkarg. Aha. Ob ich mir das alles merken kann, ist eine andere Frage. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als mich erstmal umzuschauen und fleißig Federn zu sammeln. Hoch mit dir, mein Freund. Es geht halt nur begrenzt, diese Rolle. Ist ganz klar. Aber trotzdem nutze ich sie, um schneller voranzukommen. Wie hieß es bei Schraubelocker? Niemand will so öde Sachen einfach einsammeln. Doch ich. Schön, dass man es nochmal 10 Jahre später doch wieder erkannt hat. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, erstmal hier hochzugehen. Vielleicht ja doch, aber für den Fall der Fälle, gell? Ich bin ungeduldig. Alter, hat einen Radius. Okay, ich war schon fett drinne. In der Feuersbrunst. Freut mich auch wirklich, sowas mit euch mal blind zu erleben, die Welt zu erkunden, die ganzen guten 3D-Jump-Runs. Oh. Sind mir alle schon bekannt. Schade, Marmelade. Hätte ich springen müssen, aber ich kann nicht so einfach springen. Oh, doch kann ich. Dann gibt's keine Ausreden, dann müssen wir direkt nochmal ran. Eure Ausdauer ist bemerkenswert. Sie ist begrenzt. Die füllt sich nicht von automatisch von selbst wieder auf. Das ist irgendwie schade, weil... Brauchst neue Schmetterlinge, ja? Wenn Laylee so flattern könnte, wäre das noch besser. Ah, jetzt nach einer Zeit füllt sich's auf. Gut. Ja, gut. Nobody's perfect. Mein Name ist Nobody. Außerdem ist man doch total nervös. Die Wartezeit ist endlich vorbei. Warum haben die so komische... Ich dachte, das wären diese typischen Gegner, aber die haben Totenköpfe auf. Und jetzt sagt ihr mir, ihr könnt euch noch nicht festhalten an Vorsprüngen. Gut, das konnte Benja auch, er ist ein Tui. Ist keine andere Möglichkeit jetzt? Und das für 3 Federn? Gar nicht mal so cool. Bin noch im Erkundungsmodus. Ich schaff's auch nicht darüber vom Sprungvermögen. Das sieht spannend aus. Und nicht die ganze Orientierung in dieser Welt.
Du scheinst genug Federn für meinen ersten Trick gefunden zu haben. Gib einen Tipp. Schau mein Büro vorbei für ein fantastisches Angebot. Aha, da steht eine Sau rum. Cross G Braten. Bist du ein Verwandter? Guten Tag, junger Krieger. Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Man nennt mich Sir Scuffelot. Ich bin ein stolzer Ritter von Hammerlot. Ich wusste es. Gut, dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatzquest. Wahrhaft, meine Ritterkameraden und ich befinden sich auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rampo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf 4 verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Ja, sicher, das war eine Frage, ey. Keine Bange, Scuffelot. Wie ist das denn? Was ist das für eine Anspielung? Scuffelot. Stehe ich auf dem Schlauch? Weil Lely sagt, hat irgendwas mit Essen zu tun. Scuffelot. Er tut ganz viel Scuff. Auf Englisch macht es vielleicht mehr Sinn. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in 4 Mistad schon nicht ertrinken. Alles klar. Falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen dich nochmal. Der Hinweis lautet, meine Füße nass, doch werde nicht versinken. 4 Mistad. Jetzt weiß ich auch nicht, ob sich die Quest aufteilt in verschiedene Orte. Wie ich das so erfahren habe, soll es sich halt eher wie Bandit 2... Ich war zu unvorsichtig. Soll es sich halt eher wie Banjo-Tooie spielen. Was so viel heißt wie, wir können die Mission nicht alle auf einmal in einer Welt beenden, sondern die hängen zusammen, die Welten. Tja. Und ich weiß nicht, ob Firmistadt irgendwo anders ist oder er hat damit zu tun. Okay. Füße nass, aber ich werde nicht ertrinken. Geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hallo, Sir Scuffelot hat uns entsandt, um dich ausfindig zu machen. Es geht um eine Schatzsuche. Lots Beute geht euch nichts an. Lasst die Finger davon. Ich werde euch ein paar Hinweise geben, wo mein Partner ist. Aber mehr auch nicht. Keine Hinweise mehr? Kannst du uns nicht einfach zeigen, wo er ist? Natürlich nicht, das wäre viel zu leicht. Hier ist der Hinweis. Im Krieg zieht er den Bogen hervor, bei der Insel mit dem Highscore. Warum heißt es Firmistadt? Also wo wir ihn jetzt gefunden haben. Firmistadt? Highscore? Also damit kann ich recht wenig anfangen, muss ich gestehen. Wir gucken mal hier rein. Wer ist er denn? Gottchen, ich scheine mir pottweise Ärger eingehandelt zu haben. Hey, immer schön höflich bleiben. Aha. Ja, gut. Mensch, ich würde sagen, ich kassiere jetzt mal ganz cool die Federn ein. Blöd, wenn man es noch nicht kann. Und da ein Wort an die lieben Zuschauer, die, keine Ahnung, 5 Jahre nach Release dieses Spiels auf ein Video wie dieses klicken und sich sagen, warum spielst du so schlecht? Ja, natürlich, mit ein bisschen Übung sieht das bestimmt auch ganz anders aus. Ich spiele nur dieses Spiel vor Release. Sie sieht ein wenig unterernährt aus. Du weißt, dass es eine Sie ist? Ach, das ist ein Schleifchen. Jesus, Gott sei Dank, dass ihr hier seid. Ich wurde von diesen Dingern entführt und sie wollen mich kochen. Wenn sie Hunger haben, sollten sie sich einen Charakter aussuchen, der ein wenig fülliger ist, meine Liebe. Gottchen, man kann dieser Tage einfach keine Entdeckerin von Weltrang mehr sein, ohne gekocht und verspeist zu werden. Helft mir zu entkommen, dann belohne ich euch mit einem Peachy. Aber macht schnell, meine Entführer können jederzeit mit den Beilagen zurück sein. Tut doch einem Skelett auch nicht weh, ne? Ich meine. Keine Bange, Fräulein, wir holen dich da raus. Weg vom Topf, seltsamer Dino.
nennt er mich einen Dino? Entschuldigt, falls ich es noch nicht ausgesprochen haben sollte in diesem Let's Play. Yoga ist ein Chamäleon. Yuka! Und Lady eine Fledermaus. Das sieht aber jeder Blinde. Hoffe ich. Nö, Echse und Fledermaus. Ah. Lecker mit Skelett zu geben Konsistenz. Du weißt das, ja? Andere Angriffsmöglichkeiten scheine ich ja gerade nicht zu haben. Das sind die größten Lappen. Ich könnte, warte, so. Aber zählt das als Angriff für dich? Ja. Wollte ich auch nur sicher gehen. Komm, ich verklopp euch. Aha, da ist auf einmal Schiss. Und so gehen die auch kaputt. Nee? Bin ich nur betäubt? Das Abendessen scheint auszufallen. Nice. Du kannst rauskommen? Oh, danke, liebe Echse. Mein ewiger Dank ist dir gewiss. Diese Wilden haben eine anständige Abreibung gekriegt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen werden. Späße, das sind deine Knochen. Bitte nehmt eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Ich rate euch zurückzukehren, nachdem jemand diese Tropen erweitert hat. Bin gespannt. Ja, man kann durchs Finden von Seiten die Welten vergrößern, aber... Wie genau das aussieht, werden wir im Laufe des Let's Plays wohl erfahren. Der Fluss scheint ausgetrocknet. Würde mich nicht wundern, wenn das eine Quest ist. Den wieder zu fluten, tut ja nicht weh, oder? Im Gegenteil, das sollte helfen. Andererseits sollte ich mich vielleicht umschauen, ob wir vielleicht so Sachen lösen können, die wir dann später vielleicht nicht mehr lösen können. Ganz viele vielleicht hier drin. Ich hätte mich besser orientieren sollen. Egal. Auf ins Abenteuer. Da ist ein Pagey. Ein kaputtes oder nicht ganz vollständiges. An welchen stellst du da? Ich bin ein Pagey-Stück. Ich wurde von Capital Beast-Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte findet meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding, keine Bange. Wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen. Ich dachte, das wäre ein modernes Spiel, Yuka. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Ach, macht nix. Ist in Ordnung. Ich frage mich nur eher, können alle vier Teile reden? Das wäre schon krass. Der Weg teilt sich auf, das stimmt schon, aber... Oder sind die alle hier so versteckt? Was lacht denn da so? Eins der Stücke? Tatsächlich. Das ist ein hartes Stück. Ich bin das zweite Pagey-Stück. Noch zwei fehlen. Oh ja, und jedes Pagey-Viertel bekommt eine eigene Stimme. Krass, was? Na gut, da kommen wir wohl nicht weiter irgendwie. Vielleicht von euch gut bewacht, hä? Wobei gut in Anführungsstrichen. Achso, das war die Abzeugung, die führt hierhin. Ich glaube, ich sollte die erledigen. Vielleicht hat einer was einstecken, gerade der mit dem... Generalshut, hätte ich fast gesagt. Ist sehr verdächtig. Aber leider... Na doch. Man kann ein bisschen hinhören. Die machen ordentlich Krach dafür, dass sie rausgerissene Seiten sind, die auch noch zerfetzt wurden. Also wirklich komme ich nirgendwo... hin. Also die Geräusche kommen von da oben. So. Vielleicht hätte ich einfach da weitergehen sollen. Ich bin zurückgegangen, weil ich nicht wusste, wo, wie, was. Ich höre doch was. Da oben drauf, ja. Ich habe halt so wenig Moves, ne? Ich kann mich nicht ganz bewegen. Ich fühle mich noch recht unausgereift. Das wäre halt das Schlauste, wenn wir erstmal Trouser finden würden. Keine Ahnung, was der für Moves gibt, aber sie helfen weiter. Das Blöde ist,
Let's Play ist blind und ich habe keinen Plan, wo Trouser steckt. So, ich bin oben. Hört ihr auch echt lachen, ne? Aber... sag mir nicht, jetzt ist doch einer ganz oben. Zumal ich da eh nicht ran kann. Ach, nicht so. Blamier mich nicht vor meiner Fangemeinde. Ich möchte mal was anderes versuchen. Es sind immer noch zwei Stücke, die fehlen. Es ist immer noch zu weit. Was war das? Alter Schwede. Hier wird doch gelacht. In den Fässern vielleicht? Warm, wärmer, heiß. Ich bin das dritte Pagey-Stück. Eins fehlt noch. So. Höre ich da was? Was? Kann nicht weit sein. Der helle Wahnsinn. In irgendwelchen Büschen? Es ist ganz nah. Jetzt nicht mehr. Krass. Macht's mich wahnsinnig. Ego-Perspektive oder so? Hä? Nicht im Ernst. Wow, das sind alle. Und jetzt kommt zurück und setzt mich zusammen. Are you serious? Es lag einfach so da rum? Na gut. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich frei. Aber nicht lange, Goldchen. Du erfüllst deinen Zweck, sagen wir es so. So, ich könnte da lang, aber das da oben spricht mich an. Das sind Federn. Ah, Trouser, wir haben ihn. Goodie. Schau an, wie krass, meine alten Kameraden. Bitte kommt in mein Büro. Was für ein Büro? Sieht eher aus wie ein zerbröckelnder alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht darum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Die haben schon Preise gewonnen, nur vom Feinsten. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen des Trousers berühmten Manövern für Fortgeschrittene hier. Ja, bitte, wir haben ein paar neue Tricks dringend nötig, Trouser. Super, weil ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Bossknacker lernen. Nur für 30 Federn, ein echtes Schnäppchen. Moment mal, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns Gratis-Kram. Meine Gratis-Sticker... nicht Sticker. Meine Gratis-Tricks gibt es leider erst nur in den Hevory Towers. In den Wälzerwelten gibt es das nicht. Sagt, an welchen Sachen ihr interessiert seid. Dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. What? Ach komm. Oh. Das ist ja cool. Irgendwie cool. Man kann sich die Moves kaufen? Schieße Supersonarschüsse, um Geheimnisse zu zeigen. Bisschen übertrieben jetzt mit den scharfen S und Z. Trousers Worldwide Incredible Traders Company. LTD. Geheimnisse zeigen. Das klingt ja gut, ne? Essbare Objekte. Kumpelkracher. Ich denke mal, ich werde mit dem ersten beginnen, weil wir das am nötigsten haben vielleicht. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja, klar. Weiß man nicht, wie genau. Es steht halt auch an erster Stelle, ne? Wir wollen dazulernen, Trouser. Super, mit dem nächsten Trick habe ich mal einen Boss aus Welt 3 besiegt. Das war nicht ohne. Ja klar, du kannst dich ja nicht mal anständig anziehen. Um Sonarschuss zu verwenden, benutze Dreieck. Dann schieß unsere lila
Freundin brutale Wellen aus Sonarenergie. Hört sich cool an. Sonst noch was, Wurmjunge? Ihr könnt auf Feinde schießen, um sie zu betäuben oder Sonar-Totems aktivieren, um unsichtbare Objekte zu zeigen. Aber Vorsicht, Kumpels. Jeder Schuss kostet Energie. Habt ihr Interesse an meinem 18-monatigen Versicherungsplan? Man weiß ja nie, vielleicht habt ihr diesen Trick ja nächste Woche schon vergessen. Passt schon, danke. Ausverkauft. Exen-Senpai. Ihr geht schon? Kommt bald wieder. Sorry, wichtiger Anruf. Ich muss dran gehen. Das alles? Damit hau ich die Gegner aus den Socken. Oder Geheimnisse anzeigen. Wie definieren sich Geheimnisse? Mal sehen. So, ich sollte eins nach der anderen machen. Wirklich nicht zu panisch rumrennen. Contenance! Sei es erstmal, alle Federn hier in den Ecken des Tempels einzukassieren. Dann ist das so. Weil die Sache ist selbstverständlich, ja. 100% Challenge. Die Spiele machen nur 100% richtig Spaß. Allerdings kann man auch übelst abkacken und... Ah, das weckt ihn! Seht ihr? Und das habe ich woanders auch schon gebraucht. Was macht ihr denn hier oben? Als ob ihr diesen Trick auch beherrschen würdet. Nur ich darf hier sein! Schutzmann. Da kann man wohl auch drüber. Momentchen. Also jetzt mal nichts gegen die Welt oder die Entwickler oder so. Aber wenn ich das alles hier sehe, gerade diesen Weg, dann weiß ich, wie alt diese Welt schon ist. Denn das hat man... Ich spreche auch schon so. Nein, das hat man schon vor Ewigkeiten gesehen, überall in den Trailern und so. Diese Passage. Wer bist du denn nun? Hallo, ich bin's, Molekül. Bring mich zu Dr. Pass für eine coole Überraschung. What you say, aber... Vielleicht kann ich da hinspringen? Nee, ne. Ohne Flattern wird es nichts. Ah, sie nehmen doch Fallschaden. Man darf's nur nicht übertreiben. Dr. Pass? Wo ist die doch gerade? Wäre ich da nicht hingejumpt, dann hätte ich es vielleicht spitz gekriegt. Warte mal. Da vorne. Yay! Tagchen? Ach du meine Güte, hallo! Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein, wegen dem Capital B so viel Wirbel macht. Ich darf mich vorstellen, Dr. Pass, die führende Wissenschaftlerin von Highbury Towers, zumindest war ich das, bis dieser ruchlose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat. Psst, Yuka, was ist mit Ihren Armen los? Psst. Hallo Dr. Pass, ich bin Yuka und das hier ist Lely. Du scheinst ein paar tentakelige, technische Schwierigkeiten zu haben. Nein, nein, alles ist okay. Sogar besser als okay. Ich arbeite nur gerade an meiner Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglicht. Nach der furchtbaren Angelegenheit mit Dr. Quark blieb nur ein ledierter Prototyp zurück, aber jetzt läuft die Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von dem einen kleinen Vorfall. Ich habe so eine Ahnung, worum es sich dabei gehandelt haben könnte. Wenn ihr in dieser Welt das Molekül für mich findet, kann ich den DNA-Tor anwerfen und euch bei eurem Abenteuer helfen. Wir sind bereit, Doc. Schmeiß die Marine an. Die Maschine, meine ich. Fantastisch. Stell euch einfach da drüben vor meinen DNA-Tor. Bist du sicher, Yuka? Ich will dich einen Sushi-Teller enden. Ja. Sie ist also die Humba-Wumba, beziehungsweise der Mumbo einer jeden Welt. Ich verstehe schon. Ich finde es auch ein nettes Easter Egg. Wenn es eins ist, aber ich denke mal schon. Offiziell dürfen sie natürlich nichts einbauen, aber... Der Goldfisch
verhält sich genauso und sieht genauso aus wie der Goldfisch von Banjo. Den man, wenn man in Banjo-Kazooie einen Spielstand ausgewählt hat, gesehen hat. Aber auch in Banjo-Tooie am Anfang retten musste. Grill hieß er. Da sagt er, er wäre von der Grillparty geflogen und er ist ein bisschen Kult. Und er sieht genauso aus und verhält sich genauso. Schön. Das heißt, wir werden uns verwandeln im nächsten Part. Seid unbedingt dabei. Leute, ihr seht's doch selbst. Es gibt noch so viel zu erkunden in dieser Welt. Und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid und mir beisteht im nächsten Part. Let's play Ukulele. Schaut sie euch an. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.